Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Play Factorio. Und wir zocken wieder ein bisschen, basteln hier natürlich fleißig weiter. Muss ja auch weitergehen, hilft ja nix. Ihr wünscht euch ja immer mehr Factorio und das kriegt ihr auch jetzt. Auf die Augen und auf die Ohren natürlich. Und jetzt haben wir nämlich das hier schon mal ein bisschen verkompliziert alles. Und diesen Fertigungsabschnitt hier noch ein kleines bisschen verfeinert. Hoffe ich zumindest, dass es sich dann auch so ergeben wird. So. Jetzt sollte hier nämlich auf jeden Fall alles besser laufen. Vor allen Dingen aber auch schneller. Jetzt machen wir nämlich diese blöde Kiste hier hinten weg. Wow! Yep. Das war natürlich jetzt nicht so geplant. Ja, das glaube ich, dass das Inventar voll ist. Okay. An der Meldung könnte auch ein bisschen gearbeitet werden. Okay, dann machen wir hier mal ein bisschen was weg. Ja, okay, das ist jetzt alles. Sehr schön. Ich finde es sehr schön. Mit Kupferkabeln sind wir jetzt gut bedient, glaube ich. Oder mit allem anderen auch. Allein schon mit, was wir an Fließband jetzt haben. Gib mir all dein Stoff. Mehr. Ach du Scheiße. Das kriegen wir niemals weggearbeitet. Das sollen wir, dann können wir aus der Urzeit können wir da Material anschaffen. Dann müssen wir auf die andere Kartenseite laufen, bis wir das alles wegbekommen. Wobei, so ein massives Fließband von der anderen Seite der Karte hierher geleitet, fände ich eigentlich auch ganz schick, muss ich sagen. So, und jetzt läuft es nämlich auch. Auch wenn ich hier, wahrscheinlich hört ihr gerade, wie ich meine Tastatur hier halber vergewaltige. Natürlich richtig. So, jetzt. Das Zeug fließt hier durch, kommt hier langsam rum und jetzt müsste es dann sich ein bisschen auch selber von alleine regulieren, sozusagen. Schauen wir mal. Ein paar Lampen könnte man noch brauchen. Wir können auch definitiv auf jeden Fall gar niemals mehr irgendwelche Freunde. Die Energieerzeugung läuft nicht maximal, ist aber auch. Ach so, ist ja hell. Kam mir jetzt gerade so dunkel vor. So, haben wir hier unten immer noch Stau oder hat sich das mittlerweile erledigt? Das hat sich eigentlich mittlerweile fast erledigt. Wir könnten jetzt hier nochmal einen schnellen Roboter draufsetzen, der das dann auch nochmal hier wegschafft. Damit hier gar keine Missverständnisse aufkommen. Und das eben, wie gesagt, massivst in diese Kiste hier reinleiten, die irgendwann zwangsläufig voll sein wird. Auch da brauchen wir dann wieder Ausweichkisten und solche Geschichten. Weil ich kann das mir selber wahrscheinlich auch nicht alles dann tragen. So, machen wir das mal so. Was ist denn hier passiert? Ihr kriegt keine Kupferplatten mehr. Ach so. Ja gut, wir haben jetzt einen unglaublichen Nachschub jetzt auch erstmal. Und wir haben hier oben Stau. Warum ist denn hier Stau? Was ist denn da los? Hier staut sich auf jeden Fall alles. Dann machen wir mal Folgendes. Dann nehmen wir das mal hier raus. Und leiten das dann später wieder drauf. Ich meine, können wir auch machen. Dann kommt das nämlich nicht hier gleich bei dem Ausgang raus. Und dann haben wir natürlich jetzt auch irgendwann wieder Kupfer im Angebot. Weil das nämlich komplett verbraucht ist. So, jetzt kommt hier diese Welle an Kupfermaterial. Apropos Welle an Kupfermaterial. Wir könnten eigentlich das ganze Kupfer, was wir jetzt eingesammelt haben, gleich in die Fabrik stecken.
So, die Hochöfen nehmen das alles ganz gerne auf. Hier kommt's durch, hier geht alles weiter und jetzt kommen nämlich endlich auch wieder Kupferteile, die dann auch natürlich gerne hier aussortiert werden. Und gleich wieder auf die Fabrikstraße gelangen. Ja, hier, zack, zack, zack. Kommen schon die ersten. Jetzt sollte auch eigentlich der Nachschub an Fläschchen wieder anfangen zu laufen. Wobei, wir könnten natürlich auch jetzt hierher gehen irgendwann und sagen, ey, so eine 1er ist cool, eine 2er, die noch schneller produziert, ist aber cooler. Denn ihr seht schon, das dauert alles sehr lange und deswegen staut sich hier dann auch dieses ganze Kupfer auf. Und dann könnte man nämlich echt sagen, mach mal einen 2er. Und der produziert nämlich immer, wenn ihr das ersetzt, indem ihr das einfach drüber baut, könnt ihr quasi einfach eure Produktion beibehalten. Das ist ganz cool eigentlich. Und jetzt schauen wir mal, hier unten kommt ja auch massig in die Kiste rein und da brauchen wir natürlich auch gerade eben solche Platten brauchen wir. Wir brauchen das alles ein bisschen. Und dann können wir nämlich jetzt wirklich hergehen und sagen, wir modernisieren einfach mal unsere gesamte Produktionslinie. Was auch sehr cool ist, weil geht schneller. Und wenn es schneller geht, geht's besser. Wenn es besser ist, dann ist immer besser. Das habt ihr jetzt gedacht. So. Zack. Es läuft. Ich würde sagen, das läuft. Das geht super. Zack. Und hinten das Feld aufräumen. Ja. Oder aufrollen? Ich weiß gar nicht. So, zack. Also normalerweise sollte jetzt diese Fabrikation hier, schaut mal, wie schnell das geht, wenn das mal wirklich losläuft. Was baust du eigentlich? Du kannst eigentlich irgendwas anderes bauen. So viele Fließbänder, wie wir jetzt hier haben, ja, kann der eigentlich echt irgendwas anderes machen die nächsten 100 Jahre, bis sie alle abgebaut sind? Knickarmroboter oder sowas. Aber Fläschchen. Es sollte jetzt einen kurzen Moment dauern, bis eben diese ganzen Dinger anlaufen. Und wir kriegen ja irgendwann auch zwangsläufig nochmal einen besseren, der jetzt momentan halt noch nicht freigeschaltet ist, aber irgendwann gibt es was Besseres. Und dann sollte das auch besser laufen. Jetzt kommen hier wieder Haufen Fläschchen an. Die kommen hier auch in die Kiste hier hinten rein. Das gefällt mir eigentlich auch überhaupt nicht. Jetzt haben wir einen Haufen Fläschchen. Nimm du die mal. Und du da. So, Fläschchen sind da. Und jetzt machen wir das mal wie folgt. Das ist zwar ganz schön, wenn du dir hier runter gehst. Aber geh mal wieder zurück. Und geh mal hier wieder drauf. Also gehen dann die Fläschchen wenigstens ein bisschen im Kreis. Was ganz angenehm ist, dass sich das dann hier hinten nicht unbedingt gerade staut. Das wird halt dann immer wieder im Kreis geleitet. Dann haben wir irgendwann doch Stau, aber die hängen nicht irgendwo einfach fest. Das geht dann im Kreis, das ist angenehmer. Das ist ähnlich wie hier jetzt quasi mit dieser Außenrum-Produktion. Natürlich ist die Lieferung, also dieses Ding hier voll, aber dadurch, dass es immer in Bewegung bleibt, nehmen sich die Fabriken immer genau das, was sie gerade im Moment brauchen, weg. Schlimm ist es nur dann, wenn das Zeug wirklich mal stehen bleibt. Also wenn irgendwas so massiv in dem Kreislauf ist, dass es wirklich hängt, dann müsst ihr manuell hingehen. Oder ihr macht einfach irgendwo einen Armroboter hin, der halt wirklich nur immer mal wieder ein Teil wegfischt. Ja, dann bleibt das auch auf jeden Fall in Bewegung. Hier, wie gesagt, auch an der Metallverarbeitungsschiene läuft alles super. Geht hier oben irgendwo rum und wird in die Hauptleitung wieder reingespeist. Nicht ganz optimal, wie ich sage, ich finde eigentlich. Theoretisch hätte man das hier direkt runterleiten können und dann gleich wieder drauf. Aber in dem Fall auch nicht schlimm. Wir haben hier klar ein bisschen Stau. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn wir das kurzzeitig mal irgendwie unterbrechen. Wenn wir diese Einspeisung mal aussetzen. Machen wir mal. Nehme ich mal kurz hier weg. Was passiert? Kriegen wir dann hier ein Problem oder nicht? Oder wahrscheinlich werden wir hier sogar ein kleines bisschen Entstressung haben. Mal gucken, ob es dann besser wird. Ich meine, das Ding läuft an sich schon, also so wie wir das jetzt hier gebaut haben, diese Verteilung hier, läuft es ganz geil eigentlich. Aber ich müsste hier nochmal einen langsameren machen. Einen zumindest. Und jetzt können wir das hier oben wieder anschließen. Weil ich glaube, ihr habt meine Idee, die dahinter ist, schon gesehen, ne?
Wenn das nämlich langsamer läuft, dann sollte der von links kommende Fluss sollte hier reingehen, weil der ja langsamer runterkommt. Das sollte sich nicht so stauen. Man tut es jetzt auch, aber halt nur weil es jetzt kurzzeitig halt die ganze Masse hier runterläuft. Da hat sich das halt, ne? Ihr seht schon. So, von hier unten das mit draufleiten funktioniert hervorragend. Hier kommt halt so viel an, das muss ich jetzt erstmal ein bisschen verteilen. Wenn aber die erste Panik hier weg ist und das hier alles sich so ein bisschen, ne, langsamer verteilt vielleicht, dann sollte das so funktionieren, dass die kommen hier von oben langsamer rein und der kommt hier schnell von der Seite, sollte vielleicht dann auch den Stau hier abbauen. Ich kann es leider nicht anders machen, weil es gibt kein Modul, das das von zwei Ebenen irgendwie sortiert auf eine leitet. Ich weiß es nicht, ob man das irgendwie anders hinbekommt. Ich krieg es jedenfalls nicht hin. Aber dadurch, dass der hier jetzt nichts mehr draufgeben kann, leitet der natürlich von beiden. Wobei, ist eigentlich richtig. Eigentlich trichtert er schon. Weil er kann ja hier auf diese Bahn nichts mehr geben. Also muss er beide Bahnen auf diese schicken. So gesehen funktioniert das Ding schon. Und was halt wirklich zu viel ist, geht halt hier über diesen Überlauf sozusagen in unseren Dreierarm rein, der ja alles bunkert. Eigentlich ganz geil, muss ich sagen. So. Freunde der Nacht. Bauen können wir auf jeden Fall alles, was wir wollen, in rauen Mengen sogar. Ich baue auch jetzt mal ein bisschen auf Vorrat. Weil man kann gewisse Sachen, ihr merkt das dann irgendwann, wenn ihr das Spiel spielt, gewisse Sachen könnt ihr einfach immer brauchen und ist ganz gut, wenn man immer mal was davon hat. Und da gehören ein paar Sachen dazu und die baut ihr euch dann auch wahrscheinlich immer wieder. Und deswegen, so ein paar Sachen sind ganz cool eigentlich. Und entspannen euch natürlich beim Spiel auch ein bisschen. Können wir davon noch ein bisschen bauen. Sicher ist sicher. Ansonsten haben wir eigentlich alles. Hochöfen gehen eigentlich immer. Ja, mittlerweile unsere Fläschchen haben schon einen ganz coolen Kreislauf gebildet. Ach so, ja, okay. Das war natürlich Käse, das habe ich nicht gesehen. Laboreffizienz braucht. Das, dann machen wir mal so. Und jetzt müssten die Fläschchen dann auch irgendwann wieder abgebaut werden, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir mal. Eigentlich müssten die Teile jetzt laufen hier. Oder nicht? Oder vielleicht? Machen wir das mal so. Schauen wir mal, ob die Lasertechnik irgendwann mal erforscht wird. Ich bin gespannt. Wir könnten hier eigentlich auch noch mal einen. Vielleicht passt hier noch einer hin. Müssen wir mal schauen. Haben wir überhaupt noch ein Forschungsgerät? Haben wir nicht. Ah, das sind so Sachen. Ja, ich weiß, gerade eben habe ich es noch gesagt. Man sollte so Sachen, manche Sachen immer wieder bauen. Da gehören auch so Forschungseinrichtungen dazu, sicherlich. Ich dachte eigentlich, ich hätte welche in Auftrag gegeben. Wahrscheinlich baue ich gerade welche. Ich sehe es gerade durch mein Mikro auch nicht. Ist egal. Kriegen wir schon irgendwie. Glaube ich zumindest. Im Zweifel machen wir es nämlich genauso, wie wir es hier auf der Spalte machen, dass wir hier unten noch eine zweite Reihe ransetzen. Ich meine, dadurch, dass hier dieser Auslauf gerade oder dieser Kreislauf hier ist. Auslauf, Kreislauf. Aha, ja, okay. Da weiß man auch wieder, wo das Wort herkommt. Kriegen wir das schon irgendwie auf die Kette hier? Ah, Lichterlein gehen an, schön. Schön, schön. Ich finde das sehr angenehm. So. Okay, wo ist unser Forschungsgerät? Das braucht noch ein bisschen. Können wir sonst noch irgendwas brauchen, was wir irgendwie vielleicht in der Zukunft benötigen könnten? Also Fließbänder auf jeden Fall gar nicht mehr. Teilerfließbänder eigentlich auch nicht mehr. Vielleicht noch mal ein paar Kisten. Aber das war es dann eigentlich auch größtenteils schon gewesen. Unser Verteilerfließband hat sich leider noch nicht ein bisschen, also noch nicht so ganz beruhigt, aber durch dieses Teilerfließband hier wird auch schon mal vorsortiert. Das heißt, es kommt immer auf irgendeiner Ebene was durch, was ich ganz cool finden muss eigentlich. Aber vielleicht ist das auch Blödsinn, wenn wir das hier stauen, weil das hat eigentlich gar keinen großen Effekt.
Weil wenn hier Stau ist, wird das trotzdem weitergeleitet. Einzig Negative ist halt wirklich, wenn mal Kupfermangel ist. Aber ich glaube, ihr seht auch, dass es nie Kupfermangel geben wird. Und deswegen ist das gar nicht so das Problem, finde ich. So, jetzt bauen wir noch die letzten paar Sachen. Ich würde sagen, wir machen die Folge mal ein bisschen kleinen Cut. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie wir unsere Forschung noch ein bisschen aufbauen. Denn irgendwie läuft da gerade gar nichts und ich weiß nicht warum, obwohl wir Fläschchen haben. Grüne Fläschchen nicht. Scheiße, wir haben keine grünen Fläschchen. Nein, keine grünen Fläschchen. Wo liegt denn das Problem mit den grünen Fläschchen? Hä? Schaltkreise. Ach so, der... Ja, okay. Der kann das nicht weglegen. So, und da lag auch noch mal ein bisschen Müll rum. Also Müll nicht. Der kann diese Teile nicht weglegen. Dafür ist das System hier zu eng. Wie macht man das, Freunde? Wir könnten höchstens hierher gehen und sagen, Kisten. Ausmisten in die Kisten. Ich weiß, der war nicht gut, aber dafür besonders schlecht. Auch jeden Fall machen wir das jetzt mal so, dass wir hier noch ein paar Stahlkisten bauen. Haben wir noch ein paar? Ja, hier haben wir ein paar. Und dann machen wir hier mal Folgendes. Haben wir schnelle Knickarmroboter vielleicht schon produziert? Nein? Okay. Ich hätte schwören können, ich hätte welche produziert. Sind wahrscheinlich wieder weg. Naja, egal. Jetzt brauchen wir hier noch schnell Strom. Also das machen wir jetzt noch, bevor wir jetzt die Segel streichen. Ja, das kriegen wir noch hin, würde ich sagen. Jetzt machen wir mal ein bisschen. Warum kriege ich denn das jetzt nicht rauf? Da. So, okay. Okay, und jetzt haben wir wieder vier Stück. So, Freunde, jetzt müsste auch ein bisschen Luft reinkommen. Und damit beende ich diese Folge und sage danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Factorio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch mit einem kleinen Däumchen, das würde mich extrem freuen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, euer Zwerg.